Ich habe ja Fibromyalgie und normalerweise geht es mir damit ja verhältnismäßig gut. Aber heute Morgen bin ich aufgewacht. Ja, ihr kennt das, wie vom LKW überfahren. Hier Kopf, Nacken, Schulter, alles tut weh. Ich bin total erschöpft, bin total müde. Mir tut auch irgendwie wirklich alles weh und ich konnte es mir gar nicht erklären, weil eigentlich, wie gesagt, habe ich solche Phasen nicht, es sei denn, ich esse nicht richtig. Aber ich war der Meinung, dieses Mal kann es nichts mit dem Essen zu tun haben. Aber ich möchte dir mit diesem Video deutlich machen, wie stark die Zusammenhänge sein können zwischen Kohlenhydraten und den Symptomen der Fibromyalgie. Und am Ende des Videos habe ich noch einen Tipp für dich. Ich bin im Moment noch nicht so ganz sicher, ob das ein guter Tipp ist. Das ist ein Selbsttest. Ob gut oder schlecht, das kannst du mir dann ja hinterher erzählen. Normalerweise habe ich ganz gute Tage. Ich habe Energie für den ganzen Tag. Ich kann arbeiten, ich kann schlafen. Gut, abends bin ich immer so ein bisschen K.O., aber das einzige Problem, was ich eigentlich so habe, ist noch so ein bisschen die Muskulatur, dass ich, oder beziehungsweise ich habe im Becken Schmerzen und ich vermute, das sind bei mir die Sehnenansätze. Es geht mir mit der Fibromyalgie eigentlich deutlich besser als vor einigen Jahren, einfach durch verschiedene Maßnahmen, auf die ich hier ja auch schon immer zu sprechen gekommen bin. Also die Guaifenesin-Therapie, Ernährungsumstellung und ein paar Nährstoffe, ein paar wichtige. Und wenn ich aber Kohlenhydrate esse, dann bin ich wirklich richtig krank, so wie heute. Und ich bin erst gar nicht drauf gekommen, dass mein Problem heute mit Kohlenhydraten zusammenhängt, weil ich eigentlich dachte, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Aber es ist eben doch so und es ist erstaunlich. Ich möchte einfach auch zeigen, wie groß der Zusammenhang ist. Das möchte ich mit diesem Video einfach anhand meines Beispiels heute mal deutlich machen. Bei mir ist es nun auch sehr extrem. Ich bin da sehr empfindlich. Trotzdem denke ich, dass viele sich nicht bewusst darüber sind, wie strikt man eventuell sein muss, wenn man profitieren möchte von dieser Ernährungsumstellung eben. Und dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Kohlenhydraten und den Symptomen der Fibromyalgie, das wird ja auch sowieso immer deutlicher. Also erstmal, ich berichte davon, ich mache die Erfahrung auch in meinem Coaching und auch Betroffene, die durch meinen Videokurs gehen zum Beispiel, bestätigen mir das, sagen, ich kriege ja diese Rückmeldung, dass es ihnen hinterher viel besser geht. Also dieser Zusammenhang ist definitiv bei vielen Betroffenen da. Ja, und da ich mich ja nun strikt kohlenhydratarm ernähre, spüre ich das auch verhältnismäßig deutlich, wenn ich eben dann irgendwas mit Kohlenhydraten esse. Es gibt ein paar Dinge, die gehen halbwegs, aber was überhaupt nicht geht, sind echte Zucker. Da habe ich richtige Probleme. Und bei mir beginnt das meistens mit Kopfdruck. Einfach Kopfdruck, das habe ich sonst einfach nicht. Ich habe diese Symptome sonst einfach nicht mehr. Aber wenn ich Kohlenhydrate esse, dann geht es los mit Kopfdruck. Dann kommen weitere Symptome dazu, wie ich sie eben schon beschrieben habe. Also ich bin erschöpft. Ich kann mich auch schlecht konzentrieren. Ich möchte am liebsten im Bett liegen, mache ich aber nicht, weil es gibt immer irgendwas, was ich noch schaffen kann, was ich noch machen kann. Ich bin sehr müde und all diese ganzen Dinge. Ich will ja auch jetzt nicht jammern. Ja, und dieses Mal bin ich nicht gleich drauf gekommen, dass das Ganze was mit dem Essen zu tun hat. Denn wie gesagt, eigentlich ist nichts dabei gewesen. Eigentlich. Ich habe im Nachhinein dann nochmal drüber nachgedacht und mir ist dann jetzt im Nachhinein bewusst, dass die ganzen Probleme anfingen ungefähr eine halbe Stunde nach dem Essen. Und das ist bei mir so richtig typisch. Und zwar fing es eben auch gestern schon an mit dem Kopfdruck, eine halbe Stunde nach dem Essen. Und da merkte ich auch, Mensch, warum hast du jetzt Kopfdruck? Habe aber gar nicht ans Essen gedacht und dachte so, ich bewege mich mal, durch Bewegung geht sowas manchmal weg. Und dann bin ich nach draußen gegangen und habe das Laub unter unserer Hecke zusammengefegt. Da war ich auch ein bisschen mit beschäftigt, ich sag mal so eine halbe Stunde oder so. Und es war auch anstrengend, ich musste immer nach unten mich bücken, wieder hochkommen und ja, und tatsächlich waren hinterher auch dieser Kopfdruck war dann auch weg. Dachte ich noch so, Mensch, ja, hat ja alles ganz gut geklappt, du hast es ja auch gut geschafft. Und dann bin ich rein und es hat nicht lange gedauert, da bin ich irgendwie total zusammengebrochen. Richtig starker Energiemangel. Ich wusste überhaupt nicht, was ist denn jetzt auf einmal los. Ich wollte eigentlich weitermachen mit meiner Arbeit am Rechner und war echt erschöpft und müde und Kopfdruck und ja, es wurde immer, ich wusste irgendwie gar nichts mehr. Ich konnte auch nicht mehr klar denken. Ich habe dann meinen Rechner natürlich ausgemacht, bin früh ins Bett gegangen und gestern konnte ich es mir noch nicht erklären. Da habe ich das einfach so hingenommen, habe einfach so gedacht, naja, dein Tag war auch anstrengend. Ich hatte vorher
Kartierung und ein Coaching. Und da habe ich gedacht, war vielleicht auch ein bisschen viel. Dann habe ich noch die Hecke gemacht und bin dann früh ins Bett gegangen. Und im Bett schon, da bin ich schon ins Koma gefallen. Also bin ich schon bei den Nachrichten schon eingeschlafen. Da habe ich aber noch gedacht, ich wache auf und alles ist gut. Aber heute Morgen bin ich aufgewacht und Katastrophe, wie vom LKW überfahren. Das sind dann so die Tage auch, wo ich mein Nackenmassagegerät brauche. Das stelle ich hier vor, wenn dich das interessiert, schau dir diese Videos an. Das ist für mich so eine Hilfe dann. Also ich habe mich heute Morgen schon richtig schön hier im Nacken massiert und Schulterbereich und auch den unteren Rücken. Und das ist wirklich eine Erleichterung, eine Wohltat. Ja, mir ist dann natürlich klar geworden, so geht es mir nur, wenn ich Kohlenhydrate esse. Ja, und das Einzige, was anders war als sonst, war eine Rinderbratwurst, die ich gestern gegessen habe. Und da habe ich auch gleich zwei Würste gegessen. Und zwar vom Bauernhof. Und das ist so, das ist ein Bauernhof, der gibt sein Rind in die Schlachtung. Der Schlachter macht dann daraus Bratwurst und der Bauernhof, der verkauft die dann. Und ich weiß ja, dass es eigentlich ist, Bratwurst ja, sind ja keine Kohlenhydrate, das ist ja Fett und Eiweiß. Aber ich weiß auch, dass es sehr schwer Bratwürste gibt ohne Zusatz von Zucker. Da wird einfach Zucker zugetan ganz häufig. Aber das fand ich ja gerade das Gute, denn bei diesen Bratwürsten stand ja drauf, also stand kein Zucker drauf. Und darum habe ich die auch gekauft und fand das ganz toll, dass die ohne Zucker sind. Und ja, alles andere, was ich gestern gegessen hatte, war kein Problem. Sind Dinge, die ich sonst auch immer esse, die sonst keine Probleme machen, bis auf die Bratwurst. Und nun war da halt, ich habe nochmal auf die Inhaltsstoffe geguckt, kein Zucker dabei. Dann habe ich aber mich getraut und habe den Bauern, nun kenne ich den auch, habe den angesprochen und habe gesagt, sag mal, kann das sein? Kannst du mir garantieren, dass da kein Zucker drin ist? Bist du dir sicher, dass da kein Zucker drin ist? So, dann hat der nochmal bei seinem Schlachter nachgefragt. Und der Schlachter hat auch erst gesagt, nee, das ist ja, machen wir ja ohne Zucker. Und dann hat er aber seinen Gesellen nochmal gefragt und hat der Geselle gesagt, ja, da ist Zucker als Stabilisator drin, was das auch immer bedeutet. Keine Ahnung. Und ja, da war es tatsächlich so, dass in dieser Lieferung, die der Bauer da bekommen hat, der Schlachter da Zucker mit reingemacht hat, obwohl das anders vereinbart war. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, dass das dann auch nicht deklariert war und so. Das ist natürlich nicht in Ordnung, aber darum geht es hier jetzt nicht. Ich möchte nur deutlich machen an diesem Beispiel. Ich meine, nun bin ich auch jemand, der sehr empfindlich reagiert, aber trotzdem, viele sind eben empfindlich und denken das nicht, wissen das nicht und haben dann diese Symptome von dem Essen und können sich das nicht erklären. Möglicherweise essen sie auch schon Low Carb, vielleicht gehörst du auch dazu und ist schon Low Carb und vielleicht geht es dir auch ein bisschen besser, aber vielleicht könntest du noch mehr erreichen, wenn du da einfach noch strikter wärst. Also Zucker ist für mich ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Dann bin ich wirklich krank, so wie heute. Und ja, wenn du dir jetzt überlegst, vielleicht hast du da auch noch bisher dich noch gar nicht mit beschäftigt und ich muss so ein bisschen mich, ich bin so ein bisschen platt. Wenn du dich damit bisher noch gar nicht beschäftigt hast und für dich überlegst, ob das was für dich sein könnte, dann kann ich dir sagen, es bringt nichts, wenn du jetzt einfach ein bisschen weniger Kohlenhydrate isst oder sowas. Das wird nicht den Effekt haben, weil es im Zusammenhang mit Fibromyalgie darauf ankommt, dass du in eine stabile Blutzuckerlage kommst und die ist bei den Fibros häufig aus dem Ruder. Das läuft nicht mehr so ab, der ganze Stoffwechsel wie bei Gesunden. Mehr will ich da jetzt im Moment, kann ich mich nicht darauf konzentrieren, da genauer darauf einzugehen. Und so eine stabile Blutzuckerlage, wenn man da betroffen ist in dieser Richtung, erstens lässt es sich nicht messen beim Arzt, denn der misst nur die beiden Extreme, zu viel und zu wenig. Das, was dazwischen passiert, wird nicht erfasst. Das ist das Erste. Und es dauert eben auch, bis man in diese Blutzuckerlage kommt. Das muss man sich erarbeiten. Das geht nicht, indem man eine Mahlzeit mal anders isst, sondern da braucht man ein paar Tage und für einige Symptome auch ein paar Wochen, bis man da stabil ist und da ist es dann eben auch wichtig, konsequent in dieser Ernährungsumstellung zu bleiben. Wie man das macht, wie man in diese Ernährung kommt, das kannst du mithilfe meines Videokurses lernen. In diesem Kurs vermittle ich dir alles, was du wissen musst, um in die kohlenhydratarme Ernährung zu wechseln. Ich gehe mit dir in die Vorbereitung, ich gehe mit dir in den Wechsel in Form von Videos in einem Kurs. Und da steckt ja mein geballtes Wissen drin aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner beruflichen Erfahrung als Ernährungscoach und natürlich auch aus dem langjährigen Austausch mit anderen Betroffenen, die sich eben auch kohlenhydratarm ernähren.
Und du brauchst für diesen Kurs keine Vorkenntnisse, aber was du brauchst, ist einfach die Bereitschaft, etwas Neues zu beginnen, dich von alten Mustern zu lösen, was das Essen angeht. Ich verspreche dir, du wirst satt. Du hast zwischendurch keine, also am Anfang sicherlich noch, aber langfristig kommst du von diesen Heißhungerattacken weg. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich brauche den Zucker unbedingt. Also das löst sich damit das Problem. Und es schmeckt auch. Nur hast du nicht mehr die Auswahl, wie du sie vorher hattest. Es ist einfach eine andere Auswahl. Ja, das erfährst du in meinem Kurs. Den Link gibt es hier. Da kannst du dich informieren, dir mal ein Bild machen, worum es da genau geht. Und dann kannst du ja für dich überlegen. Vielleicht findest du ja auch eine andere Möglichkeit, in diese Ernährung zu wechseln. Und ansonsten fällt mir ein, ich wollte ja auch noch einen Tipp abgeben. Und ich weiß wirklich nicht, ob das ein guter oder ein schlechter Tipp ist. Aber ich habe neulich mit einer Betroffenen gesprochen, die hat mir erzählt, also die interessierte sich eben für die kohlenhydratarme Ernährung. Und die hat mir erzählt, dass sie eins gemacht hat. Sie hat nicht weniger Kohlenhydrate gegessen, sondern sie hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hat mehr Kohlenhydrate gegessen, einfach um rauszufinden, ob Kohlenhydrate bei ihr ein Problem machen. Und sie hat dann durch dieses Mehr an Kohlenhydraten tatsächlich festgestellt, dass es ihr deutlich schlechter geht. Ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir, der Versuch kann auch nach hinten losgehen, denn wenn es einem schon schlecht geht von den Kohlenhydraten, kann es sein, dass man mit einem Mehr an Kohlenhydraten auch nicht mehr erreicht, denn dann geht einem ja schon schlecht. Wie soll es einem dann noch schlechter gehen? Aber in dem einen oder anderen Fall mag das ja funktionieren. Und sie hat das gemacht und hat dann eben wirklich festgestellt, tatsächlich, mir geht es dann noch, ich habe dadurch auch verstärkte Symptome und will sich jetzt mit diesem Thema natürlich auch auseinandersetzen. Ja, ich bin sozusagen das Paradebeispiel. Ich bin mega empfindlich. Da denke ich, hängen auch noch andere Faktoren mit zusammen als nur die Fibromyalgie. Ich bin sozusagen ein Zuckerseismograf. Und ich esse strenger, als ich das in meinem Kurs vermittle. Niemand muss jetzt Angst haben. Mein Kurs ist schon streng, denn es ist wichtig, in eine stabile Blutzuckerlage zu kommen. Und nicht umsonst berichten ja die, die daran teilnehmen, auch davon, dass sie erfolgreich sind. Das hat eben damit einfach zu tun. Aber ich selbst esse strenger, als ich es in meinem Kurs vermittle. Und mich interessiert jetzt, wie ist denn das bei dir? Hast du irgendwie schon ähnliche Erfahrungen gemacht mit kohlenhydratarmer Ernährung? Und vor allem, falls du diesen Test machst und statt weniger Kohlenhydrate mehr Kohlenhydrate isst, dann würde ich mich echt freuen, wenn du mal berichtest, welche Erfahrungen du da machst. Das war's für heute. Morgen geht es mir wieder besser, aber ich brauche jetzt noch heute den Tag, bis ich wieder auf der Spur bin und vor allem eine strikte ja, Essensvorgabe, damit ich da rauskomme. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.